Ja, also schon mal guten Abend und herzlich willkommen zu unserem heutigen Jurfix mit Marc Neugröschel aus Jerusalem, den Sie hier schon sehen auf dem Bildschirm. Für die, die es nicht. Hallo. Hi. Für die, die es nicht kennen, der Jurfix ist ein regelmäßiges Format, wo wir versuchen, so ein bisschen informeller über Themen zu sprechen, zu diskutieren, die vielleicht grundsätzlicher Natur sind oder auch aktueller Natur sind. Und heute ist es eigentlich beides, weil die Frage, die über der Veranstaltung steht, ist, wohin steuert Israel? Und Anlass sind die großen Proteste gegen die geplante Justizreform. Aber da stellen sich eben auch viele grundlegende Fragen, nämlich wohin geht Israel? Welche Rolle wird zum Beispiel dieser Bestandteil in der Unabhängigkeitserklärung, der diesen Universalismus hervorhebt, einnehmen? Und das sind Fragen, die wir mit Marc Neugröschel besprechen werden. Marc Neugröschel ist Journalist, er ist gebürtig aus Deutschland, aus Aachen und lebt seit über 20 Jahren in Israel und arbeitet als Antisemitismusforscher und als Dozent und Pädagoge in Yad Vashem, in der Holocaust-Gedenkstätte in Jerusalem. Und Marc wird uns heute ungefähr einen 15-minütigen Input geben und danach wird es die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen. Entweder zu dem, was Marc referiert hat oder auch andere Fragen, die sich so ein bisschen mit diesem Themenkomplex, den wir heute behandeln wollen, verbinden. Mhm. Ich würde nur mal kurz die Fragen reingeben, an denen sich Marc orientieren wird, damit ihr das auch alle gehört habt. Wir werden heute sprechen über die Protestierenden. Also was wollen die Leute, die jetzt seit langem in Israel in verschiedenen Städten auf die Straße gehen? Welches Verständnis von Zionismus haben sie? Was genau plant eigentlich die sehr, sehr rechts gelagerte Regierung in Bezug auf die Justiz? Das ist ja das Thema, was aktuell sehr stark in den Medien, auch in Deutschland, gespielt wird. Was motiviert die verschiedenen Teile der Regierung dazu? Es sind ja verschiedene Parteien und Listen, die da am Werk sind. Welche weiteren Themen sind der Regierung wichtig? Ja, und steht Israel eigentlich an einem Wendepunkt in seiner Geschichte, was ja auch immer mal wieder zu lesen ist? Marc, the floor is yours. Willkommen und wir sind gespannt. 15 Minuten. Ja, guten Abend zusammen. Lieber Till, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Du hast es erwähnt, die Proteste und in dem Ankündigungstext, den ich auf Twitter auch veröffentlicht habe, da redest du von Zehntausenden, es sind tatsächlich mehr. Also wir hatten letztes Wochenende tatsächlich landesweit 250.000 Menschen, die protestiert haben, in allen großen Städten gleichzeitig. Für morgen ist wieder ein großer Protesttag angekündigt. Und zwar wird der sich diesmal auf den Flughafen konzentrieren. Der israelische Premierminister Benjamin Netanyahu fliegt morgen zum Staatsbesuch nach Italien. Und die Idee der Protestierenden ist jetzt, oder der Protestbewegung ist quasi auch diese Abreise zum Staatsbesuch zu stören. Man will also mit großen Autokonvois zum Flughafen fahren, den Verkehr dorthin blockieren, an den Zubringerstraßen zum Flughafen demonstrieren. Die Polizei hat mittlerweile darauf reagiert, dass Menschen, die jetzt irgendwie dabei beobachtet werden, dass sie absichtlich langsam fahren oder absichtlich den Verkehr aufhalten, damit Geldstrafen von 500 Shekel und dem hier belegt werden sollen, was bei euch jetzt äquivalent die Punkte in Flensburg wären. Ja, die sollen dann noch Punkte bekommen und so weiter. Also es gibt unheimlich viele Protestaktionen und die gibt es seit 2 Monaten und das ist das sehr Beeindruckende daran, auch sehr konsistent. Ja, das ist nicht so ein Strohfeuer, das jetzt auf einmal ist eine riesengroße Demo und danach kommt keiner mehr, sondern wirklich Woche für Woche und auch mehrfach die Woche haben wir regelmäßig Proteste, ganz oft in Tel Aviv, ganz oft in Jerusalem vor der Knesset. Vor dem Flughafen, vor Häusern von Politikern, und darum geht es ja genau, für diese Justizreform, die jetzt geplant ist und die man jetzt sozusagen anfängt im legislativen Prozess sozusagen zu verabschieden, um gegen diese Justizreform zu protestieren. Ja, ich kann jetzt 2 Sachen machen. Ich kann entweder selber noch ein bisschen über den Protest selber reden, weil es geht bei diesem Protest um wesentlich mehr als nur die Demonstrierenden. Ja, also es gibt die Hightech-Unternehmen oder viele Hightech-Unternehmen, die sich dagegen stellen. Es gibt
Soldaten, die gesagt haben, wir kommen nicht mehr zum Reservedienst, ja, oder wir werden nicht mehr zum Reservedienst kommen, wenn die Reformen durchkommen. Ich kann auf diesen ganzen Bereich noch ein bisschen eingehen, oder aber vielleicht wäre es vielleicht erstmal sinnvoll, überhaupt darüber zu reden, was bei dieser Justizreform, gegen die sich ja jetzt dieser ganz massive Protest richtet, geplant ist. Sehr gerne. Soll ich vielleicht damit erstmal anfangen, bevor ich dann nochmal näher auf den Protest eingehe? Die Justizreform zielt eigentlich, und das ist das, was die Kritiker ihr vorwerfen, darauf ab, die Unabhängigkeit der Justiz ganz massiv einzuschränken. Die wesentlichen Elemente dessen, was geplant ist, ist zum einen der Knesset die Möglichkeit einzuräumen, also dem israelischen Parlament die Möglichkeit einzuräumen, ein Gesetz, was von dem obersten Gerichtshof kassiert worden ist, quasi wieder neu zu erlassen. Ja, also stellt euch vor, der Bundestag fasst einen Beschluss, das Bundesverfassungsgericht sagt, dieser Beschluss ist verfassungswidrig, ja, und hebelt ihn damit aus den Angeln. Und der Bundestag könnte dann einfach hingehen und mit einfacher Mehrheit entscheiden, dass dieser Beschluss quasi gegenstandslos ist und genau den gleichen Beschluss oder genau das gleiche Gesetz sozusagen noch mehr erlassen. Ja, also es ist im Grunde genommen eigentlich die Kompetenzen des obersten Gerichtshofes, Einspruch zu erheben, komplett aus den Angeln zu heben. Das ist aber nicht das Einzige, das ist nur ein Aspekt der ganzen Geschichte. Zum anderen, und es gibt viele Aspekte bei dieser ganzen Justizreform, ich werde nicht auf jeden einzelnen eingehen können, ich versuche vielleicht jetzt so die wesentlichen abzudenken. Ein weiterer sehr, sehr umstrittener Punkt ist die Besetzung des Komitees zur Wahl der Richterinnen und Richter. Ja. Das Komitee ist bislang so aufgestellt, dass es zu mehr oder weniger gleichen Anteilen aus Regierungspolitikern, Oppositionspolitikern, also einmal aus Regierungsvertretern, aus Vertretern der Koalitionsparteien, aus Oppositionspolitikern und eben aus Richtern besteht. Und das Ganze ist so im Grunde genommen auch von den geforderten Mehrheiten so gestaltet, dass im Grunde genommen keine Seite sich alleine durchsetzen kann, sondern dass die unterschiedlichen Gruppen da zu einem Konsens kommen müssen. Das ist die derzeitige Verfahrensweise zur Wahl von Richtern und Richterinnen. Ja, das heißt also, die Juristen, die Oppositionspolitiker, die Regierung und die Regierungspolitiker müssen sich im Grunde genommen auf die Person einigen, sonst kann jemand nicht Richter werden. Und das will jetzt die derzeitige Regierung ändern, indem sie dieses Komitee so umbesetzt, dass im Grunde genommen die Regierungskoalition alleine entscheiden kann, wer Richter ist und wer nicht. Ja, das heißt also zum einen kann sich dann die Regierung, wenn das jetzt durchkommen würde, kann sich die Regierung die Richter quasi selber aussuchen. Und zum anderen kann dann aber sowieso jeder Beschluss im Grunde genommen aus den Angeln gehoben werden durch diesen sogenannten Überwindungsparagraphen. Ja, das sind hier eigentlich zwei ganz wesentliche. Das dritte ist, dass eine Regelung erlassen werden soll, wonach der oberste Gerichtshof zu sogenannten Grundgesetzen überhaupt keine Entscheidung treffen darf. Und das ist jetzt erstmal von der Logik des Prinzips her eigentlich, bevor man sich die konkrete Konstellation ansieht, könnte man sagen, das macht Sinn, ja. Weil zum Beispiel in Deutschland ist es ja so, das Bundesverfassungsgericht beschließt auf der Basis des Grundgesetzes, ja. Ich höre dich nicht. Marc, ganz kurz, du warst eingefroren als, Marc, hallo? Hörst du mich? Ja, ich höre dich. Hallo? Ja. Du warst eingefroren, als du den dritten Punkt ausführen wolltest. Könntest du das nochmal wiederholen von Anfang an? Danke. Beim dritten Punkt geht es darum, dass der oberste Gerichtshof die Zuständigkeit, also wenn ein Gesetz als sogenanntes Grundgesetz deklariert ist, dann darf der, geht es nach dieser Reform, dann darf der oberste Gerichtshof diese Gesetze auch gar nicht darüber entscheiden, also diese Gesetze gar nicht aus den Angeln heben. So. Und die Logik dahinter ist, wenn wir uns zum Beispiel, also in Deutschland ist es ja zum Beispiel so, das Bundesverfassungsgericht entscheidet ja auf der Basis des Grundgesetzes. Ja, und es gibt Grundgesetze, und die sich halt strukturell von den regulären Gesetzen unterscheiden. Ja, die können auch nicht einfach so im Bundestag beschlossen werden, die brauchen eine Zweidrittelmehrheit und so weiter. Ja, und die Reformatoren in Anführungszeichen jetzt hier in Israel schlagen vor,
dass wenn es dann sozusagen ein Grundgesetz gibt, das ist dann quasi sozusagen die Basis für die Rechtsprechung und die dürfen dann zum Beispiel gar nicht kassiert werden. Das heißt, wenn die Knesset jetzt ein Grundgesetz verabschiedet, dann dürfte der schon mal per se der oberste Gerichtshof gar nicht hingehen und sagen, das ist sozusagen, das ist nicht gesetzeskonform, dieses Gesetz. Der Punkt ist aber, dass es in Israel keine Verfassung gibt in dem Sinne oder kein Grundgesetz, wie es in Deutschland gibt. Ja, und was ein Grundgesetz ist und nicht, ist im Grunde genommen eine reine rhetorische Bezeichnung, weil nach der derzeitigen Regelung oder nach dem, was sich diese Regierung auch vorstellt, ein Grundgesetz mit einer einfachen Mehrheit von 61 Stimmen im Parlament, also in der Knesset gibt es 120 Parlamentsabgeordnete, ja, also das heißt 61 ist dann die einfache Mehrheit und eine einfache Mehrheit von 61 Parlamentsabgeordneten könnte dann einfach so ein Grundgesetz verabschieden. Ja, das heißt, es ist einfach ein reines Label. Es ist halt anders als in der Verfassung, nicht ein Gesetz, was jetzt sozusagen mit einer großen übergreifenden Mehrheit verabschiedet worden ist und was jetzt sozusagen die Substanz oder das Wesen des Staates definiert, sondern jedes Gesetz kann theoretisch als Grundgesetz deklariert werden und dann hat das Gericht überhaupt keine Möglichkeit mehr, dagegen Einspruch einzuheben. Ja, das heißt also, hier wird eine Situation geschaffen oder hier soll eine Situation geschaffen werden, wo Gesetze von vornherein bei der Legislation so gestaltet werden können, dass das Gericht per se überhaupt keinen Einspruch, keine Einspruchsmöglichkeiten gegen die hat, erstens. Zweitens, selbst wenn ein Gesetz jetzt nicht als Grundgesetz deklariert ist, sondern als einfaches Gesetz, ja, könnte die Knesset dann mit einer einfachen Mehrheit von 61 Leuten, 61 Abgeordneten, diesen Beschluss des Gerichtshofes wiederum aus den Angeln heben. Und drittens, will man sich sowieso die Richter selber aussuchen, ja, und damit ist im Grunde genommen die Unabhängigkeit des obersten Gerichtshofes natürlich komplett aus den Angeln gehoben. Dazu kommen noch so ein paar andere Sachen, jetzt nicht ganz so fundamental sind, aber natürlich auch sehr, sehr umstritten sind. Also zum Beispiel der Oberste Gerichtshof in Israel und diese ganzen Sachen, von denen wir reden ja jetzt von hier geplanten Reformen. Ja, wir reden jetzt, das alles ist im Moment noch nicht der Fall. Also im Moment haben wir noch einen obersten Gerichtshof, der Gesetze kassieren kann, ja, der Einspruch einlegen kann. Und diese Maßnahmen, von denen ich jetzt rede, die sind zum Teil in den Fachkomitees, in den Ausschüssen besprochen und durchgebracht worden, zum Teil auch schon in der ersten Lesung des Plenums verabschiedet worden. Die sind aber im Moment noch nicht gesetzt. Ja, und genau da kommt natürlich jetzt auch die Protestbewegung rein, weil man das natürlich mit allen Mitteln verhindern möchte. Also im Moment, wir reden hier von Sachen, die geplant sind, die noch nicht im Moment den legalen Status hier in Israel bezeichnen. Und kommen dann noch eben ein paar kleinere Sachen dazu. Also zum Beispiel der Oberste Gerichtshof hat vor kurzem die Benennung von Aryeh Deri, dem Vorsitzenden der religiösen Partei Schaff, in ein Ministeramt. Er sollte Finanzminister werden und er ist aber ein verurteilter Straftäter, ja, er ist von einem Gericht, ich glaube auch sogar wegen Steuervergehen verurteilt worden, ja, und das ist natürlich ein Witz, dass jetzt ausgerechnet so eine Person jetzt Finanzminister werden soll, aber das Gericht hat eben gesagt, nein, der kann diesen Posten nicht bekleiden und das führt jetzt quasi zu Missstimmung in der Koalition und auch eigentlich könnte zu einer Krise führen, weil sozusagen diese Schaffspartei, die ist relativ groß, die hat viele Abgeordnete und Benjamin Netanyahu braucht Unterstützung von denen und eins der Hauptzugeständnisse ist eben, dass deren Vorsitzender Aryeh Deri Minister werden kann und daraufhin ist jetzt sozusagen ist eine Legislation geplant, dass das Oberste Gerichtshof dass der Oberste Gerichtshof gar keinen Einspruch mehr erheben darf gegen die Benennung von Ministern. Ja, und das soll jetzt sozusagen verabschiedet werden und dann soll Aryeh Deri wieder zum Minister gemacht werden. Ja, wiederum eine andere Sache, es gab wieder eine Geschichte, Netanyahu hat irgendwelche Spenden bekommen von irgendeinem Verwandten und der Gerichtshof hat gesagt, die darf er nicht kriegen als Mandatsträger, die muss er zurückgeben. Und auch hier soll jetzt wiederum ein Gesetz erlassen werden, dass er eben diese Spenden behalten darf. Ja, also das sind doch diese kleineren Sachen, die dazukommen. Aber ich würde sagen, die wesentlichen Sachen sind tatsächlich einmal Überwindungsparagraf, die Benennung der Richter des Komitees, ja, also das, die Änderung des Komitees, was die Richter beruft,
und zum dritten eben dieser Paragraph, dass Grundgesetze, die aber de facto keine Grundgesetze sind, vom Gericht, dass das Gericht überhaupt keinen Einspruch dagegen erheben darf. Ja, und das ist natürlich, das sind alles Sachen, die Unabhängigkeit der Justiz und damit auch die wesentliche Kontrollinstanz, also ne, eine wesentliche Kontrollinstanz und ein wesentlicher Bestandteil, ein Essential der Gewaltenteilung aus den Angeln hebt. Und dagegen berichtet sich dieser ganz massive Protest, zum Teil auch mit sehr, wie ich finde, also ich bin bei vielen von den Demos dabei gewesen, das kann man vielleicht so als Anekdote dazu erzählen, so sehr, sehr originellen Slogan. Ihr kennt das in Deutschland, gibt es auch so, es gibt so dieses Kinderlied, ne? Mein Hut, der hat drei Ecken hat mein Hut, und hätte er nicht drei Ecken, dann wäre es nicht mein Hut, ja, kennt ihr, ne? Ja, kennt ihr alle, ne? Das. Und es gibt ein israelisches Äquivalent dazu. Ja, das ist im Grunde genommen eine 1:1 Übersetzung. Und dann singen die Leute eben auf den Demonstrationen, mein Staat hat drei Gewalten hat mein Staat, und hätte er nicht drei Gewalten, dann wäre er nicht mein Staat. Ja, also einfach so mehr vielleicht so ein bisschen auch so als Anekdote am Rande, so einen Einblick in die Slogans zu kriegen, die da gesungen werden. Ich will aber auch. Lass uns noch mal ganz kurz, bevor du zu den Protesten kommst, würde ich dich gerne noch mal fragen, was die an der Regelung beteiligten Parteien eigentlich motiviert, die Justiz so massiv anzugreifen. Kannst du das noch mal rausarbeiten? Und wie verkaufen die das den Israelis? Oder in anderen Worten, was haben die eigentlich gegen das oberste Gericht? Wie gründen das? Also es gibt hier drei Aspekte, die ich jetzt hier nennen würde. Zum einen, das eine ist tatsächlich, dass es in gewisser Weise eine schon sehr lange viel diskutierte Kritik an der Rechtsprechung des obersten Gerichtshofes gibt, und da schon immer wieder von Reformbedarf geredet wird, und da gibt es sozusagen eine echte gesellschaftliche Debatte über eine Reform, die schon ganz lange geführt wird. Das ist das eine. Das andere, und ich werde gleich näher darauf eingehen, was genau hier damit gemeint ist. Das zweite, das sind tatsächlich rechtsradikale ideologische Kräfte, die borderline faschistisch sind und jetzt Teil dieser Regierungskoalition geworden sind und das tatsächlich aus einer ideologischen Motivation heraus wollen. Und das dritte sind eben politische Akteure, denen das einfach aus opportunistischen Beweggründen zugutekommt. Ja, und Netanyahu, würde ich sagen, ist hier nicht kein Überzeugungstäter, anders als zum Beispiel Yariv Levin, der derzeitige Justizminister, der halt diese Reform ganz massiv voranbringt, ja. Sondern er ist da, glaube ich, eher Opportunist, ihr wisst das ja, es laufen seit Jahren mehrere Korruptionsverfahren vor Gericht gegen Benjamin Netanyahu, und er erhofft sich halt wohl auf diese Art und Weise, dass er vielleicht diesen Korruptionsverfahren auf diese Art und Weise entgehen kann. Zum anderen muss man eben auch sagen, ist es in gewisser Weise ein Zugeständnis von Netanyahu an rechtsradikale Parteien, die er eben als Mehrheitsbeschaffer braucht. Ja, weil sich tatsächlich in einem sehr weiten Parteienspektrum ein Konsens gebildet hat, wir wollen Netanyahu auf gar keinen Fall. Ja, und das war bei der letzten Regierung, wir hatten das ja gesehen, also die letzte Regierung, die im Amt war, da hatten wir Parteien von ganz links und ganz rechts. Wir hatten rechtsnationale jüdische Parteien und arabische fundamentalistische Parteien in der gleichen Regierungskoalition, und alles, was die geeinigt hat, ja, war einfach, wir wollen nicht Netanyahu. Ja, und das war sozusagen das, was die über ideologische, also wirklich ganz massive ideologische Grenzen gehabt, geeinigt hat, ja. Und die einzige Art und Weise, und Netanyahu hat halt außer bei seinem eigenen Likud, ja, in den Mainstream-Parteien den Rückhalt, oder in den meisten Parteien den Rückhalt verloren, die Unterstützung verloren. Und für ihn ist die einzige Möglichkeit, eine Mehrheit zu kriegen, eben mit diesen rechtsradikalen Kräften zu koalieren, ja. Und man muss sich das vorstellen, also zum Beispiel diese national-religiöse Liste oder diese Liste, die sich national-religiös genannt hat während der Wahlen, die hat mit der eigentlichen national-religiösen Bewegung, mit der gesellschaftlichen national-religiösen Bewegung in Israel auch nur sehr bedingt was zu tun. Die haben, ich glaube, sowas 10-11% sowas haben die bekommen. Ja, das ist vergleichbar zu dem, was die AfD zum Beispiel in Deutschland hat. Ja, und der Punkt ist halt einfach, aber die AfD wird in Deutschland isoliert.
ja, von den Mainstream-Parteien. Und hier war es aber genau umgekehrt, dass Netanyahu genau diese rechtsradikalen Parteien missbraucht, einfach um mehr Mehrheitsverhältnis zu kriegen. Und es ist sozusagen ein Zugeständnis an diese Parteien. Ja, also das ist sozusagen dieser opponistische Part. Ein Zugeständnis an die ideologischen Überzeugungstäter, die eigentlich eine relativ kleine Minderheit, also kleine Minderheit kann man nicht sagen, aber es ist ja leider so heutzutage, dass überall auch in der Welt die Rechten sehr, sehr stark werden. Ja, wir haben die AfD in Deutschland und den Front National in Frankreich und eine rechtsradikale Partei jetzt in Italien an der Regierung und Österreich und Ungarn und so weiter. Ja, also dieses Erstarken dieser rechtsradikalen Kräfte, das ist ja kein Randphänomen mehr. Und da ist im Grunde genommen Israel, sieht es in Israel nicht anders aus als sonst überall auch in der westlichen Welt. Ja, das ist im Grunde genommen dann ein Spiegelbild. Aber wir haben eben eine andere strategische Konstellation, dass nämlich während in vielen Ländern diese rechtsradikalen Kräfte isoliert werden, ist hier einfach für Netanyahu aus Opportunismus jetzt sozusagen erst Opportunismus hingegangen ist und gesagt hat, ich koaliere jetzt genau mit diesen rechtsradikalen Kräften, weil das die einzigen sind, die ihm auch eine Mehrheit geben, weil alle anderen Parteien ihn eben isolieren. Ja, das ist dieser opportunistische Aspekt. Wie gesagt, dann ist da eben noch der ideologische Aspekt und dann vielleicht noch ein paar Worte tatsächlich zu dieser eigentlichen, ja, wie soll man es nennen, Debatte über die Kompetenzen des obersten Gerichtshofs. Ja, Israel hat de facto keine Verfassung. Ja, und die Knesset, die nach der Staatsgründung gegründet worden ist, hätte eigentlich eine Verfassung beschließen sollen und dann ein Parlament einberufen sollen. Und das ist de facto niemals passiert. Die Knesset ist dann einfach das Parlament geworden. Und es gibt keine Verfassung in dem Sinne, wie es in Deutschland zum Beispiel ein Grundgesetz gibt oder wie es eine Verfassung in den Vereinigten Staaten gibt. Und damit ist die gesetzliche Basis, die gesetzliche Grundlage, auf der der oberste Gerichtshof operiert, relativ schwammig. Ja, und das führt eben dazu, dass der oberste Gerichtshof sehr viel auf Interpretationsspielraum macht, ja, und sehr viele Beschlüsse, die er trifft, ja, sind eben sehr stark auf Interpretation, beruhen sehr stark auf Interpretation und weniger auf einer klar kodierten gesetzlichen Grundlage, weil es diese Verfassung einfach nicht gibt. Und die Kräfte des oder die Stimmen im politischen Spektrum, die jetzt eher rechts geordnet sind, ja, die sagen, ja, also diese Richter und Juristen, das sind alles Linksliberale und so weiter, und die verzerren den politischen Mehrheitswillen, ja, weil sie im Grunde genommen einfach aus einer politischen Motivation heraus, das ist die Unterstellung, aus einer politischen Motivation heraus sozusagen Gesetze kassieren, ohne eine wirkliche gesetzliche Grundlage dafür zu haben, ja. Und diese Kritik ist nicht ganz von der Hand zu weisen. Also es stimmt jetzt nicht, dass jetzt, wenn man sich anguckt, welche Beschlüsse hat der Gerichtshof tatsächlich gefasst, ist es jetzt nicht so, dass hier irgendwelche politischen Lager bevorzugt werden. Nee, es war sogar auch ganz oft so, dass zum Beispiel rechte Parteien oder rechte Initiativen Recht bekommen haben und so weiter. Also die Beschuldigung, einer Beschuldigung selber, dass hier tatsächlich das Gerichtshof, dass der Gerichtshof auf der Seite eines politischen Lagers steht, lässt sich eigentlich empirisch kaum belegen. Was aber schon natürlich stimmt, ist, dass die sehr viel auf Interpretationsgrundlage passiert, ja. Und das ist sozusagen eine Grundlage dafür, dass die Gegner sagen, wir brauchen eine Reform, ja, die sozusagen den Handlungsspielraum des Gerichtes genauer definiert, damit nicht einfach irgendein Richter sagen kann, aufgrund einer Interpretation, die jetzt keine ganz deutliche gesetzliche Veränderung hat, wir beschließen das oder wir beschließen jenes. Und das ist tatsächlich ein Punkt, wo es seit ganz vielen Jahren eine Debatte rüber gibt, ja. Nur jetzt sozusagen schwappt das halt über, ja, in, sage ich mal, eine Dynamik, wo man versucht, die gesamte Unabhängigkeit des Gerichtssystems aus den Angeln zu heben. Okay, vielen Dank. Da können wir vielleicht in der Diskussion nochmal auf ein paar Details eingehen. Aber ich möchte dich nochmal fragen, welche weiteren Themen der Regierung wichtig sind, entweder jetzt oder dann, wenn die Unabhängigkeit der Justiz eingeschränkt ist. Das wäre dann auch sowas wie ein Dammbruch, wo man ganz viel machen kann, was jetzt zumindest sehr schwer ist durchzusetzen. Kannst du da nochmal skizzieren, welche Themen der Regierung sonst wichtig sind, ja, in all ihren Fraktionen? Also es geht zum einen, haben wir natürlich sehr starke nationalreligiöse Kräfte, auf der einen Seite gegen die Gründung eines palästinensischen Staates sind, auf der anderen Seite den Siedlungsausbau ganz weiter vorantreiben wollen und dann eben auch Siedlungen annektieren wollen, ja, was natürlich
dann letztendlich den Staat Israel, wenn er seinen Anspruch, ein demokratischer Staat bleiben zu wollen, gerecht werden will, dann vor ein großes Dilemma stellt. Ja, weil man dann natürlich, wenn man diese Siedlung annektiert, dann hat man eine sehr große arabische Bevölkerung sozusagen in sozusagen der eigenen Jurisdiktion. Und wenn man denen jetzt sozusagen gleiche Rechte einräumt, ja, dann sozusagen ist natürlich die Mehrheit die jüdische, also der Charakter von Israel als Staat einer jüdischen Mehrheit sozusagen gefährdet. Auf der anderen Seite, wenn man den Leuten keine gleichen Rechte gibt, dann haben wir natürlich eine ganz massive Rechtsungleichheit, ja, die natürlich auch dem demokratischen, jedem demokratischen und liberalen Prinzip von Gleichheit absolut widerspricht. Ja, und da sagen aber viele Kräfte, die sagen, wir wollen einfach jetzt Siedlungen ausbauen, wir wollen annektieren. Ja, das andere ist tatsächlich, das war jetzt gerade heute Abend noch in den Nachrichten, der neue Minister für innere Sicherheit, Itamar Ben-Gvir, ja, oder für nationale Sicherheit, das heißt jetzt Minister für nationale Sicherheit, möchte gerne tatsächlich direkte Weisungsbefugnisse gegenüber der Polizei haben. Ja, also das heißt, dass es dann nicht mehr irgendwie nach professionellen Überlegungen ein Kommissar ist, der jetzt irgendwie oder und dann irgendwie mit der Genehmigung eines Staatsanwalts ist, der jetzt irgendwie beschließt, wir eröffnen jetzt eine Untersuchung in dem einen oder anderen Fall, sondern dass tatsächlich dann ein Minister hingehen kann, ja, und quasi direkt der Polizei Weisungen erteilen kann. Ja, das heißt also eine Politisierung des ganzen Sicherheitssystems. Das sind vielleicht so zwei Kernpunkte, die man in diesem Zusammenhang noch ansprechen kann. Es gibt natürlich so viele kleine Sachen, die sehr viel mit diesem rechtsreligiösen Charakter dieser Regierung zu tun haben. Ja. Man mag es gar nicht glauben, aber die rechte Regierung, die letzte Regierung ist deswegen gefallen, weil eine einzige Abgeordnete, ja, die hat ja eine ganz schmale Mehrheit gesagt hat, ich komme hier in dieser Regierung, also ich fühle mich hier nicht mehr zu Hause. Und warum ist sie, was war für sie der Auslöser, die Regierung zu verlassen? Es ging tatsächlich darum, dass sie sich daran stieß, dass das Gerichtshof gesagt hat, die Krankenhäuser dürfen Menschen nicht verbieten, am Pessach-Feiertag Brot ins Krankenhaus zu bringen. Ja, ich muss das jetzt mal ein bisschen erklären. Einmal im Jahr ist halt dieser Pessach-Feiertag. Ja, ich weiß nicht, wie visiert ihr bei solchen Sachen seid, aber religiöse Juden essen an Pessach kein gesäuertes Brot, ja, sondern Matzen und keine Sachen, die aus gesäuertem Teig sind. Und dann gab es einen Fall, wo irgendwelche Leute im Krankenhaus sozusagen Brot gegessen haben an Pessach und irgendwelche Religiösen haben sich daran gestört und irgendwie und man wollte dann den Leuten verbieten, das Brot, also der Leiter des Krankenhauses irgendwo in einem religiösen Stadtteil wollte den Leuten dann verbieten, das Brot ins Krankenhaus zu bringen und daraufhin hat der oberste Gerichtshof gesagt, das geht nicht. Ja, also im Krankenhaus, das ist ein öffentlicher Bereich, und da kann jeder essen, was er will und wann er will und wenn er sich seine eigene Brote mitbringt, dann, ja. Und daraufhin wollten dann rechte Teile der alten Regierung ein Gesetz erlassen, ja, dass genau das sozusagen nicht mehr, dass die Leiter der Krankenhäuser entscheiden können, ob sie am Pessach erlauben, dass Leute Brot ins Krankenhaus bringen dürfen oder nicht. Ja. Und dieses Gesetz ist dann aber nicht verabschiedet worden, weil es keine Mehrheit in der alten Koalition hatte. Ja, und genau daran ist diese Koalition gestürzt, dass Yedid Silvan, so hieß diese Abgeordnete, gesagt hat, ich bin in dieser Regierung nicht mehr zu Hause. Und das ist natürlich fast eine Realsatire. Ja, also man hat terroristische Anschläge und man hat eine wirtschaftliche Krise und man hat ein riesengroßes Problem mit den Lebenserhaltungskosten in Israel. Aber die Regierung stürzt dann, weil sich irgendeine Abgeordnete, eine rechte Abgeordnete daran stößt, dass irgendwelche Leute im Krankenhaus am Pessach Brot essen und sozusagen das gerne gesetzlich verbieten lassen möchte oder zumindest den Leitern der Krankenhäusern die Möglichkeit geben möchte, das zu verbieten. Und jetzt in dieser Regierung, ja, ist zum Beispiel jetzt, also das ist eins der Gesetze, was jetzt auch wieder im Prozess ist, was jetzt auf der Tagesordnung steht. Dieses Gesetz soll jetzt verabschiedet werden, dass die Leiter der Krankenhäuser es eben verbieten können, Brot sozusagen ja in die Krankenhäuser reinzulassen. Ja, also da sieht man so ein bisschen den Charakter dieser Regierung und diese vielen Gesetze, was man eben durchsetzen will tatsächlich auch. Und das sind natürlich Sachen, die den Charakter dieses Staates, ja, und Israel ist nie ein religiöser Staat gewesen, sondern der Zionismus ist ja immer eigentlich eine
eine liberal-säkuläre Idee gewesen. Und natürlich diesen liberal-säkulären Charakter dieses Staates natürlich ganz massiv in Frage stellt. Bevor wir gleich auf die Proteste nochmal eingehen, würde ich kurz hier nochmal einhaken, ob du nochmal skizzieren kannst, was für weitere Forderungen die Ultraorthodoxen haben, zum Beispiel was jetzt Shutdowns am Schabbat betrifft oder auch die Diskriminierung im Dienstleistungsbereich. Da gab es auch hier in den Medien große Berichte, dass eben das denkbar ist, dass zum Beispiel LGBTI-Paaren der Zugang zu Hotels verwehrt werden kann aus, in Anführungsstrichen, religiösen Gründen. Also, kannst du da mal ein bisschen was zu sagen? Es gibt in Israel ein Antidiskriminierungsgesetz, wie es das, glaube ich, auch in allen westlichen Ländern gibt. Ja, und das heißt, wenn jetzt zum Beispiel ein Geschäftsbesitzer sagen würde, ich lasse keine Homosexuellen in mein Geschäft rein, ja, dann könnte man dagegen rechtlich vorgehen. Und das ist in Israel auch so. Es gab hier irgendwelche Politiker aus der rechten Koalition, aus den rechten Parteien, die sich dann dagegen geäußert haben, dass sie gesagt haben, wieso, wenn jemand ein Problem damit hat, das ist sein eigenes Geschäft, dann soll er den doch verbieten, sollen da irgendwie einkaufen gehen zu können. Und das ging dann sogar so weit, dass ich habe den Namen der Abgeordneten jetzt leider vergessen, aber es war eine von den rechten Parteien, dann gesagt hat, ja, und wenn ein Arzt jetzt ein Problem mit Homosexuellen hat oder mit gleichgeschlechtlichen Paaren hat und so weiter, dann muss der die ja auch nicht behandeln, es gibt ja genug andere Ärzte, so nach dem Motto. Ne? Und das ist aber etwas, da ist tatsächlich Netanyahu interveniert und hat das tatsächlich abgeblockt, ja. Das war auch ein sehr interessanter, also das kann man auch wieder so ein bisschen anekdotenhaft sehr schön erzählen. Also es gab natürlich dieses ganz massive, die Ultrareligiösen haben natürlich ganz massiv gegen die Gleichstellung von Homosexuellen gewettert. Die würden natürlich sehr gerne, ja, also die Rechte von gleichgeschlechtlichen Paaren und die Anerkennung von gleichgeschlechtlichen Paaren natürlich ganz massiv einschränken. Da ist aber tatsächlich, da muss man sagen, da hat Netanyahu dann die Hosen angehabt und ist dagegen vorgegangen oder hat sozusagen diese Sachen hat in dieser Richtung nicht gewähren lassen. Und es war halt sehr schön, dass zur Eröffnung der neuen Legislaturperiode, der erste Sitzung, ja, kam dann der provisorische Parlamentspräsident war Amir Ohana, ein Likud-Politiker, der selber offen homosexuell ist, dessen Familie dann, also sein schwuler Mann und die von diesem Paar adoptierten Kinder waren oben auf der Empore im Parlament, und als er sozusagen diese Sitzung eröffnet hat und er sagte dann also ganz laut, diese Regierung seinen Lebensgefährten auf dieser Empore direkt angesprochen und hat sozusagen seine Kinder dort direkt angesprochen, die von ihm adoptierten Kinder, und hat gesagt, diese Regierung wird weder dieser noch irgendeiner anderen Familie sozusagen schaden, ja, und sozusagen hat sozusagen ganz offenes Bekenntnis für die Rechte von Homosexuellen bei der ersten dieser Parlamentssitzung sozusagen ganz deutlich zu Protokoll gegeben, ja. Es war halt einfach schön zu sehen, wenn man dann so ins Plenum geguckt hat, ja, also wirklich das physische Unwohlsein von den Vertretern der ultrareligiösen Parteien, die dann halt da saßen und irgendwie so ganz verzweifelt das Gesicht in die Hände geschlagen haben, weil das natürlich etwas ist, was sie gar nicht wollten. Aber daran sieht man natürlich auch, dass Netanyahu ideologisch nicht auf der Linie von diesen Rechtsradikalen ist, ja, sondern er ist in dem Sinne tatsächlich Opportunist, der sich mit den Rechtsradikalen auf ein Bündnis einlässt, sozusagen, weil er die als Mehrheitsbeschaffer braucht, ja, und nicht unbedingt mit denen ideologisch auf einer Linie steht und in vielen Bereichen tatsächlich dann auch, sage ich mal, den Daumen drauf macht. Und ja, und das in amerikanischen Medien hat er das auch immer wieder gesagt, so nach dem Motto, ja, ich bin als jemand bekannt, der beide Hände am Lenkrad hat, und der ist ja tatsächlich auch eine sehr dominante Figur. Und ganz viel, was diese rechtsradikalen Politiker gerne würden, wird von ihnen tatsächlich abgeblockt. Nur irgendwo muss er den Leuten natürlich einen Brocken hinwerfen. Ja, und das ist jetzt eben zum Beispiel diese Justizreform, die an der er selber ja jetzt auch wiederum ein persönliches Interesse hat. Ja, und deswegen werden halt, weil er eben sich wahrscheinlich selber davon auch erhofft, sozusagen, dann, dass ihn das gegen Strafverfolgung schützen kann, ja. Und das ist natürlich dann ein Punkt, also wo man sagt, es gibt ganz viele völlig absurde Sachen, die Rechtsradikalen gerne nach vorne bringen würden, wo dann Netanyahu tatsächlich gesagt hat, nein. Ja,
Und die Justizreform ist aber das jetzt so ein bisschen, was jetzt zur Gretchenfrage dieser Koalition wird und sein Justizminister Yariv Levin, der sozusagen auch so ein bisschen der ideologische Motor dahinter ist und diese ganze Sachen vor Brand bringt, sagt auch, naja, wenn man da jetzt irgendwelche Kompromisse macht und darauf eingeht und so weiter, dann kann es sein, dass die Leute unzufrieden sind und die Koalition zusammenbricht. Ja, also das ist eben der Punkt. Gab auch noch einen anderen Fall, also es gibt eine Abteilung für Aktivitäten oder die Aktivitäten in Schulen plant, die sozusagen außerhalb des regulären Curriculums sind, ja. Und dieses Büro ist jetzt auch wieder in die Hände gegeben worden von dem ultrareligiösen Minister, der dann auch gesagt hat, ja, also solche Projekte wie zum Beispiel Verständnis für gleichgeschlechtliche Paare und so weiter, das soll es dann nicht mehr geben und so weiter, ne? Also das sind alles diese Sachen und da hat aber bei diesen Sachen, also nicht bei allen, aber beim Großteil von diesen Dingen, hat Netanyahu tatsächlich erfolgreich interveniert. Zum Teil, weil diese Sachen natürlich für ihn auch ein notwendiges Feigenblatt sind. Ja, er weiß natürlich auch, er ist ja jemand, der schon ein sehr starkes Bewusstsein davon hat, wie auch im Ausland woanders wahrgenommen wird. Ja, und das ist dann so ein bisschen, glaube ich, auch sein Feigenblatt, wo er sich sozusagen versucht, sozusagen als jemand zu profilieren, der sozusagen den demokratischen und liberalen Charakter dieses Staates aufrechterhalten möchte. Ja. Aber wie gesagt, er ist auch selber gar nicht unbedingt ideologisch auf dieser Linie, nur das ist halt irgendwo für ihn zu ganz großen Teilen eine opportunistische Angelegenheit. Mhm. Vielen Dank. Auch mit Blick auf die vorangeschrittene Zeit würde ich kurz den zweiten Teil nochmal anreißen. Mhm. Kannst du skizzieren, was die Protestierenden antreibt, was gerade geplant ist, was passiert und ja, ob Israel eigentlich an einem Wendepunkt in seiner Geschichte steht? Und dann würde ich vielleicht nach 10 Minuten die Runde öffnen für Fragen. Ja, also ich setze vielleicht nochmal an, dieser schöne Slogan, der auf den Demonstrationen gebracht wird, ja, mein Staat hat drei Gewalten hat mein Staat und hätte er nicht drei Gewalten, dann wäre er nicht mein Staat. Natürlich sehen die Leute, und das ist ja auch tatsächlich, also das, was hier geplant wird, ist eine absolute Unterminierung und Erosion der Gewaltenteilung in Israel. Ja. Und wenn das durchkommt, dann ist es nicht mehr der demokratische, liberale Rechtsstaat, der es im Moment noch ist. Ja. Und dagegen gehen die Leute einfach auf die Straße. Und wir haben zum Teil auch viele Militärleute, die gesagt haben, die sagen, ich schlafe die Nächte nicht und ich mache mir riesengroße Sorgen. Und während des Yom Kippur-Krieges habe ich ruhiger geschlafen als jetzt gerade. Ja, also ganz viele wirklich Leute, die auch wirklich in hohen Militär- und anderen gesellschaftlichen Positionen, in hohen Positionen sind, ja, spüren tatsächlich ganz massiv die Gefahr, dass die Essenz, ja, die demokratisch-liberale, säkuläre Essenz dieses Staates quasi ganz massiv angegriffen wird. Und das ist genau das, was die Leute antreibt. Ja, und dieser Protest, und das ist ja das, wo wir dann vorher den Einschnitt gemacht haben, geht ja tatsächlich auf Leute, über Leute hinaus, die auf die Straße gehen. Ja, wir haben zum Beispiel die ganz viele Hightech-Unternehmen haben gesagt, wir wollen das auf gar keinen Fall nicht mittragen und das wird dazu führen, dass Investitionen abgezogen werden und sie haben sich auch selber an Streikaktionen beteiligt und mit auch initiiert, ja, weil natürlich auch der Hightech-Sektor in gewisser Weise einer der wirtschaftlichen Hauptmotoren, ja, der israelischen Wirtschaft, der israelischen Gesellschaft ist, sehr, sehr hohe Wellen geschlagen, hat eine Note von 35 oder 37 Luftwaffe-Piloten, ja, Piloten von der israelischen Luftwaffe, die gesagt haben, wir kommen nächste Woche nicht zu unserem Training, ja, als Protest. Und das ist etwas, also Verweigerung des Wehrdienstes ist etwas, was in der israelischen Gesellschaft tatsächlich sehr, sehr, sehr extrem ist, ja, weil eigentlich die Armee im Grunde genommen, ja, für alle politische Lager eine Art Konsens ist, ja, und zumindest für die Mainstream-politischen Lager und also dieses Phänomen der Wehrdienstverweigerung, ja, eigentlich in Israel absolut marginal ist, ja, und normalerweise nur irgendwo an den extrem ideologischen Rändern existiert. Und hier gehen jetzt also 37 Piloten der Luftwaffe hin, also sozusagen noch die höchsten Eliten aus der Armee und sagen, wir kommen nächste Woche nicht zu unserem Drill, nicht zu unserem Training, als Protest dagegen. Und mittlerweile ist dagegen interveniert worden und man hat geredet, man hat Gespräche geführt und so. Und die haben gesagt, na gut, okay, wir kommen jetzt doch zum Training, aber wir halten unseren Protest aufrecht. Ganz viele ehemalige Generalstabschefs protestieren ganz laut und massiv dagegen. Ehemalige Chefs des Inlandsgeheimdienstes, also wirklich ganz, ganz prominente Leute, die auch sehr
hohe Positionen in der israelischen Gesellschaft bekleiden oder bekleidet haben in der Vergangenheit. Und jetzt, also zu diesen Piloten, zu den Luftwaffe-Offizieren, kamen jetzt noch weitere 600 Soldaten dazu, die einen Brief unterschrieben haben. Nein, also wir verweigern jetzt nicht den Wehrdienst, ja, aber wenn diese Gesetze durchkommen sollten, dann werden wir nicht mehr in der Armee dienen. Ja, weil wir dienen in der Armee eines Staates Israel, der ein demokratischer, jüdischer und demokratischer Staat ist. Das ist das Land, das ist sozusagen der Staat, für den wir unser Leben riskieren. Wenn das hier jetzt sozusagen eine Diktatur wird, dann sind wir sozusagen raus und dann kommen wir nicht mehr, dann melden wir uns nicht mehr zum Wehrdienst, dann gehen wir nicht mehr zur Reserve Duty, kommen wir nicht mehr zum Dienst, ja. Und das ist etwas, was im Moment unheimlich hohe Wellen schlägt, ja. Und es ist halt einfach wirklich nur ein Beispiel, dass dieser Protest tatsächlich ganz wesentlich über die Protestierenden auf der Straße rausgeht. Und das muss man eben, und das ist auch, weil du hast auch am Anfang so ein bisschen gefragt, wer sind die Protestierenden? Das ist tatsächlich ein patriotischer Protest. Das muss man sagen, ja. Also wir kennen aus der westlichen Welt, ist es ganz oft so, Anti-Regierungsprotest, ja, verbindet sich oft sehr mit antipatriotischen auch Elementen. Und hier, also das dominante Symbol auf den Demonstrationen ist die israelische Flagge. Ja, wenn wir uns die Demonstrationen angucken auf den Straßen, vor den Parlamenten, sowas, das ist ein Meer von weiß-blauen israelischen Flaggen, ja. Und die Leute, das sind Patrioten, sie definieren sich als Patrioten, die Nationalhymne wird gesungen am Anfang, am Ende von diesen Protesten, ja. Das heißt also, es sind hier keine, sage ich mal, Sentimente, die sich gegen den Staat richten, sondern sozusagen, die sehen sich gerade als Vertreter dieses Staaten, als die Advokaten, die diesen Staat eben bewahren wollen und sehen eben die Regierung als diejenigen, die diesen Staat eben angreift. Okay, dann würde ich jetzt das Mikro weitergeben. Wer eine Frage hat, kurz ein Signal geben, dann gebe ich das Mikro, damit Marc dann auch hört. Deswegen ist es wichtig, dass in das Mikro gesprochen wird. Gibt es Fragen? Ich doch mal kurz weiter. Ja. Kannst du mich gut hören? Ja, wunderbar. Okay, ja, danke für deinen sehr interessanten Input. Ich habe eine Frage, die zurück an den Anfang deiner Ausführung geht, und zwar... Ja. Kannst du kurz erklären, wie aktuell, also wie lange berufene Richterinnen, Richter aktuell im Amt bleiben dürfen und wie das nach der Reform aussieht? Weil ohne mich jetzt groß mit der Reform beschäftigt zu haben, klingt das so, als könnte jede gewählte Regierung mit einer Mehrheit sagen, wir setzen jetzt diesen und jenen Richter ab. Das würde ja heißen, die Zeit, wie man im Amt bleiben darf, ist dann wie bestimmt? Könntest du das nochmal kurz erklären, inwiefern sich Nein, das... Also sobald ein Richter ernannt ist, ist er tatsächlich bis zur Pensionierung Richter. Ja, also das ist jetzt nicht so, ich weiß gar nicht, ob es irgendwelche Vorkehrungen gibt, im Extremfall Richter absetzen zu können. Ich bin davon überzeugt, dass es die gibt, und die gibt es wahrscheinlich auch in anderen Ländern, wenn er jetzt gegen irgendwelche dann Kodexe verstößt, ja, oder sozusagen sein Amt missbraucht und so weiter, gibt es sicherlich Möglichkeiten, ihn aus dem Amt zu entfernen, wie es sie überall auch gibt. Das ist aber gar nicht die Krux bei der ganzen Gelegenheit, sondern die Krux ist tatsächlich, wie das Komitee besetzt ist, was neue Richter ernennt. Ja, das heißt also, ein Richter geht jetzt in den Ruhestand, ja, ein neuer Richter muss ernannt werden, ja, und wer und nach welchen Kriterien wird jetzt entschieden, wer dieser Richter ist. Ja, und da ist es eben bislang so, dass wir ein Komitee haben, das sowohl aus Richtern als auch Mitgliedern der Juristenvereinigung, als auch aus Oppositionspolitikern, als auch aus Regierungspolitikern, als auch Vertretern der Regierung besteht. Ja, und in diesem Komitee müssen die unterschiedlichen Gruppen im Grunde genommen zu einem Konsens kommen, ja, und sich auf eine Person einigen. Und nach den Vorstellungen der derzeitigen Reform, das ist das, was jetzt sozusagen, oder nach den Plänen soll es dann eben so sein, dass man irgendwie, nagel mich jetzt nicht auf die konkreten Zahlen fest, ja, aber dass man dann irgendwie zwei Regierungsmitglieder, zwei Mitglieder der Regierungskoalition hat, einen Vertreter der Öffentlichkeit, der aber von der Regierung sozusagen benannt wird. Das heißt, dann haben wir fünf Leute aus der Regierung, dann einen Oppositionspolitiker und einen Richter,
ja, oder einen Juristen, ja, und dann sozusagen kann man mit einer Mehrheit, sozusagen mit einer Mehrheit von 7 Stimmen oder wie auch immer, oder, also auf jeden Fall können diejenigen, kann die Regierung alle anderen Mitglieder überstimmen, ja, und das wäre dann quasi eine Koalition, eine Konstellation, wo die Regierung alleine die Richter benennen kann, ja, und die ohne dass die Juristen oder die Oppositionspolitiker wirklich was dabei zu sagen haben. Die sitzen zwar formal mit in diesem Komitee, haben aber kein Vetorecht, sind in einer Minderheit und können von den Vertretern der Regierung überstimmt werden. Das heißt, de facto würde das dann darauf hinauslaufen, dass die Regierungskoalition sich ihre eigene Richter aussuchen kann. Aber nur wenn sie durch das Alter aus dem Amt ausscheiden. Genau, ja, ja. Wenn neue Stellen zu besetzen sind. Also es geht tatsächlich um die Neubesetzung von Richterstellen. Und ich überlege gerade, wie ich das formuliere oder ob ich mir die Frage einspare, aber angenommen, der oberste, also die Regierung versucht ein Gesetz zu verabschieden, der oberste Gerichtshof sagt, das wird gekippt, dann wäre jetzt nach der aktuellen Reform ist so, dass die Regierung sagen kann, nee, wir akzeptieren das Kippen des Gesetzes nicht. Das ist quasi genau das. Das ist dieser sogenannte, auf Hebräisch nennt sich das Pisgat HaGebot, würde man auf Deutsch vielleicht übersetzen als Überwindungsparagraphen. Ja, das heißt also, meinetwegen die Knesset, das Parlament beschließt ein Gesetz. Ja, meinetwegen, also nicht, dass jetzt sowas konkret geplant ist. Ich denke mir jetzt einfach irgendwas aus. Ja. Weiß ich nicht, Homosexuelle dürfen demnächst nicht mehr in Kaufhäuser gehen, ja? Nein, also nochmal, ja, sowas ist nicht vorgeschlagen worden. Ich denke mir jetzt einfach ein extremes Beispiel auf, um einfach ein Beispiel, irgendwie erfundenes Beispiel, wie sowas theoretisch laufen könnte, ja. Und dann sagt das der oberste Gerichtshof, das ist sozusagen, in Deutschland würde man sagen, verfassungswidrig, das ist ja jetzt genau die Krux nur so ein bisschen in Israel, dass man keine Verfassung hat, aber es widerspricht gegen die Grundprinzipien dieses Staates, ja. Wir dürfen dieses Gesetz nicht zulassen. Und dann könnte das Parlament nochmal hingehen und genau das gleiche Gesetz nochmal erlassen und den Beschluss des obersten Gerichtshofes quasi aushebeln. Ja, und damit, das ist genau. Also das ist das, was geplant ist, was geplant wäre, ja. Im Moment ist das noch nicht der Fall. Danke. Kann ich direkt? Zu dieser Verfassungsgeschichte möchte ich doch nochmal eine Frage stellen. Sie betonen da permanent, dass Israel keine Verfassung hat. Das wissen wir ja. Aber das kann ja nicht der einzige Grund sein. Das Vereinigte Königreich hat auch keine Verfassung. Und die Demokratie funktioniert einwandfrei. In der Berufung auch auf Gesetze, die in der Vergangenheit sich bewährt haben. Deshalb ist das nicht zwingend, dass man eine Verfassung hat. Absolut nicht. Und die wird auch in Israel bestimmt nicht so schnell kommen. Eher ist das Prinzip, wie es jetzt ist, aufrechtzuerhalten, das Ziel auch der Protestanten, nicht eine Verfassungsreform oder eine. Also ich würde dir da völlig recht geben. Ich sehe das auch so. Das israelische System hat sich in gewisser Weise bewährt, ja. Der oberste Gerichtshof hat hier tatsächlich, finde ich, seine in den Jahren seit der Gründung des Staates Israel seit 48 eigentlich seine Funktion als Kontrollinstanz sehr gut wahrgenommen. Und natürlich gibt es eine Basis. Es gibt die Unabhängigkeitserklärung, ja. Und die Unabhängigkeitserklärung wird dann sozusagen als eine Art de facto Verfassung immer wieder herangezogen, ja. Aber es gibt eben Kräfte in der israelischen Gesellschaft, die dem obersten Gerichtshof unterstellen, ja, dass er politisch auf der Seite der Linken sei. Empirisch lässt sich das so nicht untermauern, aber das ist eben sozusagen, so wird die Debatte geführt, ja. Und es ist tatsächlich so, von der Theorie her, ja, es gibt bestimmte Sachen, die funktionieren in der Praxis, aber in der Theorie gibt es hier tatsächlich ein Problem, ja. Und das Problem ist tatsächlich, dass die Basis, auf der Gerichtshof die Entscheidung fällt, tatsächlich, sage ich mal, sehr vage definiert ist, ja, weil die Unabhängigkeitserklärung ist sozusagen eine Grundsatzerklärung und natürlich soll es so sein, ja, dass ein Gericht sozusagen Recht spricht, ja, also sozusagen keine
keine so wenig wie möglich interpretiert, ja, und so viel wie möglich einfach sagt, okay, das ist die Gesetzeslage eines Landes und das widerspricht gegen Gesetze oder nicht. Das ist das, was ein Richter eigentlich tun soll. Und natürlich ist überall immer Interpretationsspielraum und muss ein Richter oder eine Richterin auch interpretieren. Aber sozusagen vom System her sollte es ja tatsächlich so sein, dass die Entscheidungen der Gerichte so weit wie möglich auf kodifizierten, definierten Gesetzen beruhen. Ja, und wir haben hier ein System in Israel, was da bin ich mit dir völlig einer Meinung, in Israel sehr lange sehr gut funktioniert hat, was aber, und auch das darf man nicht in Abrede stellen, ja, ein theoretisches Defizit hat. Ja, nämlich genau dann, dass unheimlich viel auf Interpretationsbasis gemacht werden muss. Und ein Beispiel dafür ist, entschuldigt, ich muss mal ganz kurz die Nase putzen, sorry. Und ein Beispiel dafür ist eben, es gibt diese Ilat HaSfirut, heißt das auf Hebräisch. Ja, also es gibt sozusagen so einen Paragraphen, wo die Gerichte intervenieren können, wenn etwas sozusagen, ja, wie würde man das sagen, etwas gegen die gesunde Vernunft oder den verstößt. Ja, und auf diese Art und Weise sind ganz oft auch Regelungen, die Bürgerrechte beschnitten hätten, vom Gericht blockiert worden. Ja, nur man muss eben sagen, das Gericht handelt hier tatsächlich auf der Basis von sozusagen Interpretation, ja, und eben nicht von fest definierten Gesetzen. Und man muss einfach sagen, auch wenn es de facto meiner Meinung nach, bin ich da mit der völlig einer Meinung, gut funktioniert hat, es ist ein theoretisches Defizit, ja. Und das ist zum Teil ein echtes Problem. Zum anderen wird es halt auch von Leuten instrumentalisiert, ja, die einfach eine antiliberale Haltung haben, ja, und sozusagen Beschlüsse des Gerichtes, die sozusagen die Gesetze, die eine liberale Grundordnung sozusagen in Frage stellen, ja, das dann sozusagen als Politisierung bezeichnen. Die unterstellen dem Gericht dann quasi, dass es politisiert ist, aber selber im Grunde genommen politisieren sie diesen Diskurs, indem sie eben einfach durch diese Unterstellung, das Gericht sei politisch, weil sie selber sozusagen eigentlich politisch Einwände gegen diese Form der Rechtsprechung haben. Ja, und das wird dann halt einfach instrumentalisiert. Das heißt aber nicht, dass es hier zumindest auf der theoretischen Basis nicht ein echtes Problem gibt, was ganz lange einfach nicht angegangen worden ist. Ja, und das rächt sich natürlich jetzt auch ein bisschen. Und auch viele Kritiker sagen, ja, wir brauchen eigentlich schon eine Justizreform. Ja, nur nicht das, was jetzt gerade passiert, weil das ist keine Reform. Das ist halt einfach ein aus den Angeln heben der Gewaltenteilung und der Judikative. Ich habe eine andere Frage. Eines der Gesetzesvorhaben, die jetzt in der Beratung schon sind, ist die förmliche Einführung der Todesstrafe, und zwar nur für palästinensische Terroristen oder wie immer das genau definiert wird. Ja. Meine Haltung dazu ist, glaube ich, klar. Mich interessiert, wie Netanyahu das behandelt, ob das zu den Dingen gehört, die er auch gegenüber dem Ausland versucht, kleinzureden oder abzuwehren, oder ob er das mitmacht. Also einmal, ne, es geht um die Todesstrafe für Terroristen, ja. Und wenn dann tatsächlich, also das ist dann tatsächlich interessant, wer wird als Terrorist bezeichnet? Es geht in diesem Zusammenhang noch was anderes. Es soll Terroristen soll die Staatsbürgerschaft entzogen werden können, ja. Allerdings tatsächlich nur arabischen, palästinensischen Terroristen, ja. Also jüdische Rechtsterroristen, für die gilt das dann natürlich nicht, ja, und das ist natürlich Ben-Gvir oder so. Bitte? Ben-Gvir zum Beispiel. Ben-Gvir ist derjenige, ne, der dieses Vorhaben sozusagen voranbringt, ja, oder voranbringen möchte. Und Ben-Gvir ist natürlich selber auch ein verurteilter Rechtsterrorist, ne? Das muss man halt sagen, ne? Und der ist jetzt sozusagen Minister für innere Sicherheit, ist eine absolute für nationale Sicherheit. Es ist eine absolute Absurdität. Und ich finde, also es ist schwer zu sagen, wie Netanyahu hier ideologisch positioniert ist. Ja, kann mich jetzt nicht erinnern, dass er sich da irgendwie ideologisch selber in irgendeiner Art und Weise positioniert hat. Also er ist nicht derjenige, der diese Sachen jetzt laut fordert. Ja, also er nimmt sich sowieso sehr stark zurück, auch in dieser ganzen Justizreformgeschichte. Da hört man nicht viel von ihm, ne? Also es ist bei vielen diesen Sachen, ja, also wir hatten zum Beispiel diesen Besuch vor nicht allzu langer Zeit von Ben-Gvir auf dem Tempelberg, ja,
der dann quasi von seiner Seite genehmigt worden ist. Und wenn wir uns viele Jahre vorher, das haben die Nachrichtensender dann wieder ausgegraben aus den Archiven, sagte dann Netanyahu, nein, ich lasse Ben-Gvir nicht auf den Tempelberg gehen und so weiter, das wäre ja total, sozusagen, er will, dass die Juden da oben beten und so weiter, und das mag ja logisch sein, dass man das irgendwie verlangt, aber das drängt sozusagen die ganze, das lässt die ganze Situation eskalieren und so weiter, und ich will das nicht, und jetzt sozusagen erteilt er eine Genehmigung dafür. Also ich vermag nicht zu sagen, wer da ideologisch aufgestellt ist. Ich könnte mir vorstellen, dass er selber dann ideologisch nicht unbedingt dahinter steht und das auch einfach aus Opportunismus sozusagen mitträgt, vermag ich aber nicht zu sagen, weil er sich tatsächlich da nicht sehr deutlich geäußert hat in einer Art und Weise, die jetzt tatsächlich seine eigene ideologische Überzeugung dort erkennen lässt, also zumindest nicht meines Wissens nach. Also ich kann mich jetzt an kein Statement von ihm erinnern, das heißt nicht, dass es das nicht gibt, aber ich kann mich jetzt an kein Statement erinnern, was jetzt offenlegen würde, wie er selber dort ja von seiner Überzeugung her positioniert ist. Gibt es weitere Fragen? Ja. Hallo. Ich hätte eine kurze Frage, die bezieht sich auf den israelischen Staatspräsidenten Yitzhak Herzog. Und der hat in den letzten Tagen gesagt, er versucht gerade einen Kompromiss auszuhandeln, der quasi diese Änderungen abfedern soll. Aber ja, ich habe nicht viel dazu gefunden, wie das konkret aussehen soll. Gibt es da schon irgendwas? Da wird es so um Mehrheiten gehen. Und, ja, also Herzog hat erstmal so eine Grundsatzrede gehalten, wo er gesagt hat, die Parteien zum Gespräch aufgefordert hatten. Er hat dort sozusagen bestimmte Grundsätze formuliert, die aber alle eher schwammig sind, was auch erstmal nicht verkehrt ist, weil es soll ja erstmal darum gehen, sozusagen eine Diskussionsgrundlage zu schaffen. Ja, und darauf haben dann alle reagiert, indem sie gesagt haben, ja, das finden wir wunderbar, reden ist immer gut. Ja, nur das ist natürlich ein Satz, der geht schnell über die Lippen. Was tatsächlich passiert, ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Ja, und jetzt ist halt so, die Opposition sagt, okay, wunderbar, wir wollen reden, aber damit wir überhaupt erstmal reden können, muss dieser ganze Legislationsprozess jetzt erstmal eingefroren werden. Weil im Moment werden diese Sachen ja gerade durch die Komitees, durch die Ausschüsse und auch durch die Lesung im Plenum gejagt. Ja. Und die Opposition sagt, ja, wir wollen uns mit euch an einen Tisch setzen und über einen Kompromiss reden. Dafür muss jetzt aber erstmal der laufende Prozess der Legislation zumindest eingefroren werden. Ja, damit wir weil sonst werden vollendete Tatsachen geschaffen, bevor wir uns überhaupt geeinigt haben. Ja, und die Regierung sagt so nach dem Motto, es gibt überhaupt keinen Grund, das aufzuhalten. Hier, komm zu uns, unsere Türen sind offen, wir können miteinander reden, aber wir machen doch jetzt keine Pause. Ja, so nach dem Motto. Also, und deswegen kommen die Seiten da nicht so richtig zusammen. Und das heißt also, de facto findet da gerade kein wirklicher Dialog zwischen Opposition und Regierung statt. Es hat gerade heute, das war jetzt gerade eben wieder in den Nachrichten, es gibt eine Initiative von zwei bekannten Juristen, die jetzt Netanyahu und seinem Justizminister Levin und Yariv Levin und Simcha Rotman, dem Vorsitzenden des zuständigen Ausschusses in der Knesset, vorgelegt worden ist. Und da sind tatsächlich ein paar konkrete Kompromissvorschläge formuliert. Ja, zum Beispiel bei der Besetzung, bei diesem Komitee für die Ernennung der Richter soll es dann irgendwie so sein, dass man irgendwie paritätisch Opposition und Regierung in diesem Komitee vertreten hat, und dann irgendwie kann der Justizminister einmal in einer bestimmten Periode gegen Benennung von der Opposition Veto einlegen. Ein Richter oder der Präsident oder die Präsidentin des obersten Gerichtshofs kann einmal in einer bestimmten Periode ein Veto gegen den Vorschlag der Regierung einlegen. Also das sind solche Konstellationen, die da jetzt irgendwie diskutiert worden sind, und dann irgendwie zum Beispiel bei diesen Überwindungsparagraphen haben die dann vorgeschlagen, na ja, gut, okay, dann kann man sowas machen, aber nicht mit einer einfachen Mehrheit, sondern mit einer größeren Mehrheit, nicht mit 61, sondern mit 65. Das sind so ein paar Vorschläge, die jetzt ganz konkret an die Regierung herangetragen worden ist. Ja, wir wissen im Moment aber nicht mehr, als dass sie von den Regierungspolitikern zur Kenntnis genommen worden wird. Ja, im Moment gibt es keine Einladung an die Opposition, wo man sagt, wir reden jetzt tatsächlich ganz konkret über diese Vorschläge. Die Opposition sagt auch, naja, also das ist schön, dass sie jetzt diese Vorschläge gemacht haben, aber die haben eigentlich gar kein Mandat von uns. Ja, also das sind sozusagen bekannte Juristen, die jetzt diese Vorschläge ausgearbeitet haben, aber sie haben kein direktes Mandat,
der Protestbewegung oder der Oppositionspolitiker oder der protestierenden Institutionen und Einrichtungen und Gruppen und so weiter. Und das ist sozusagen jetzt ein reiner Input, von dem wir überhaupt nicht wissen, was damit passiert. Viele Oppositionspolitiker sagen auch, nee, das wollen wir überhaupt nicht, weil das halt einfach nur sozusagen im Grunde genommen, das wird dazu führen, dass der Protest sozusagen jetzt so ein bisschen dem Wind aus den Segeln genommen wird und letztendlich sozusagen ist das nicht wirklich die Lösung des Problems. Gestern oder vorgestern war das in den Nachrichten, also sagte Herzog, ja, wir sind einer Lösung, wir sind einem Kompromiss so nah wie nie zuvor. Und da stellt sich jetzt natürlich ein bisschen die Frage, war das eine Situationsbeschreibung oder mehr eine Beschwörung? Ja. Und Amit Segal, ein Kommentator, hier sehr bekannter Nachrichtenkommentator für Kanal 12, beschrieb das so ein bisschen eher als Beschwörungsversuch, ja, mit dem man versucht, eine bestimmte Realität herbeizuführen, als tatsächlich eine Situationsbeschreibung. Das heißt, handfest, ist also alle Leute reden von Kompromiss und Dialog und so weiter und es gibt mittlerweile diese konkreten Vorschläge, aber ganz konkret sehe ich da gerade wenig, was greifbar ist. Vielen Dank. Ich habe noch zwei Fragen, wenn es nicht noch aus dem Publikum weitere Fragen gibt. Also zum einen, wie sieht's aus mit der Pressefreiheit? Weil das ist ja ein Projekt, was rechtspopulistische bzw. rechtsextreme Regierungen ja auch angehen. Und ja. Die zweite Frage würde ich dir gleich schon einfach da mitstellen. Wir als Freunde eines Israels, was jüdisch undemokratisch ist, was können wir tun, wenn wir es denn möchten, um die Protestbewegung von hier aus, von Deutschland, zu unterstützen? Was war nochmal die erste Frage? Die Pressefreiheit. Was es da für Initiativen gibt. Also, es hat tatsächlich schon in der Vergangenheit, von Netanyahu selber, und das ist tatsächlich eine Sache, die ist von ihm selber ausgegangen, Versuche gegeben, so ein bisschen, die Kontrolle über die Medien an sich zu reißen. Ja, und einer dieser Korruptionsfälle, in denen er ja auch verwickelt wird und wo gegen ihn verhandelt wird oder verhandelt worden ist, war ja, dass er sozusagen, einem Medienunternehmer gewisse Gefälligkeiten dazukommen lassen im Gegensatz für die Zusage, also zumindest so lautet es im Anklageschreiben, im Gegenzug dafür, dass seine Medien dann positiver über ihn selber berichten. Ja, und da ist halt etwas, was, glaube ich, auch Netanyahu selber so ein bisschen am Herzen liegt, stärker in diesem Medienbereich zu intervenieren, wo es aber auch so zu sein scheint, dass die Regierung, der nicht sehr weit kommt. Ja, also es gab jetzt, es gab einen ganz konkreten Vorschlag, die Finanzierung für die öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten zu kappen. Ja, und es gab einen riesengroßen Aufschrei und das ist wieder von der Tagesordnung genommen worden. Ja, und wir haben tatsächlich, und das würde ich schon sagen, wir haben in Israel eine sehr starke Zivilgesellschaft. Wir haben auch eine sehr starke Debatte. Wir haben auch sage ich mal, eine sehr sehr kritische journalistische Kultur, ja. Also wenn man sich mal so die Nachrichten in Israel anguckt und das mit Deutschland vergleicht, israelische Journalisten sind viel aggressiver, viel, sage ich mal, auch offen, ganz offen, offensiv kritischer von ihrer Art her auch gegen, egal ob es Regierungspolitiker oder Oppositionspolitiker sind und so weiter, wie man das zum Beispiel aus den deutschen Medien kennt. Also ich sage jetzt nicht, dass die deutschen Medien nicht kritisch sind. Ich sage nur, es ist halt ein anderer Stil, noch ein wesentlich offensiverer Stil, den man hier kennt. Ne? Der auch manche sagt so nach dem Motto, naja gut, das ist ja fast schon irgendwie jetzt einfach nur Geschreie und Polemik und so weiter. Es ist schon so, dass man hier in den Medien eine sehr starke kritische Kultur hat. Und als dieser Vorschlag dann kam, haben sich auch alle Medienhäuser solidarisiert mit den öffentlichen rechtlichen Sendeanstalten. Was interessant ist, weil wir haben natürlich in Deutschland so ein bisschen Diskurs, ne, wo auch die privaten Medien gegen die öffentlich-rechtlichen so ein bisschen, ne, so in einem Konkurrenzverhältnis stehen und dann sagen so nach dem Motto, warum kriegen die jetzt Geld vom Staat und wir nicht? Und hier, das könnt ihr euch eure Steuern sparen und so weiter. Ja, wir brauchen das nicht und so weiter. Das war ganz interessant, dass sich da tatsächlich dann auch die privaten Medien mit den öffentlich-rechtlichen solidarisiert haben.
und dann auch infolge dieses Drucks dieser Beschluss dann tatsächlich nicht umgesetzt worden ist. Und ich glaube, Netanyahu versteht hier auch sehr gut, dass er, wenn er überhaupt eine Chance haben will, sich auf bestimmte Sachen konzentrieren muss. Ne? Und wenn er jetzt irgendwie tatsächlich anfängt, so einen Rundumschlag zu machen, sowohl die Medien als auch das Justizsystem und so weiter, er hat schon jetzt Schwierigkeiten, Leuten das im Ausland zu verklickern. Er hält sich ja für so ein Erklärungsgenie, das hat man ja oft bei solchen Leuten, die dann irgendwie denken, so nach dem Motto, wenn jemand mit etwas nicht einverstanden ist, nein, ihr habt es einfach nicht richtig verstanden, ja, und Netanyahu ist dann rumgegangen, so nach dem Motto, nein, ihr habt die Justizreform einfach nicht richtig verstanden und benennt dann irgendwelche Delegierten, die dann mit irgendwelchen, weiß ich nicht, Repräsentanten von Ratingagenturen und Bankenhäusern und Investmenthäusern und so weiter und ausländischen Politikern rede, um denen halt, um den armen Menschen, die es halt nicht wirklich kapieren, wirklich zu verstehen, zu erklären, was da wirklich los ist, ja. Ich weiß nicht, ob er jetzt mittlerweile auch ein bisschen versteht, dass er da an seine Grenzen stößt und er ist natürlich ein sehr überzeugender Redner, auch hat sehr viel Überzeugungskraft, aber wie heißt das so schön, ja, you can fool some people sometimes, you can't fool all the people all the time. Und ich glaube, vielleicht versteht er jetzt auch so ein bisschen, ne, dass er nicht die ganze Welt, die ganze Zeit irgendwie für blöd verkaufen kann, ja, indem er sagt so nach dem Motto, ja, ihr versteht das ja alle nur ganz falsch und auch so ein bisschen begreift, dass er sich hier auf bestimmte Sachen konzentrieren muss. Und ich glaube, so würde ich das interpretieren, ja, das ist jetzt, mögen andere Leute anderen sehen, aber so, das ist jetzt so meine subjektive Interpretation, Spekulation, dass er diese Sachen jetzt erstmal sozusagen auf Eis liegen hat, ja, um sich erstmal auf diese Justizgeschichten zu konzentrieren, ja, und dann, wenn das durchkommt, ja, und dann natürlich die Unabhängigkeit der Gerichte außer Kraft gesetzt ist, dann hat man natürlich auch eine ganz andere Basis, gegen die unabhängigen Medien vorzugehen. Also es wäre dann wirklich so ein Dammbruch. Könntest du auf die zweite Frage noch eingehen, was Freunde Israels in Deutschland, die für ein jüdisches und demokratisches Israel eintreten, tun können, um Unterstützung zu erhalten? Ich will einfach nochmal darauf nochmal betonen, der Protest ist ein patriotischer Protest. Ja, und das ist sozusagen das Symbol, was hier die Demonstrationen prägt, sind israelische Fahnen. Und ich denke, natürlich steht es auch den Freunden Israels im Ausland zu, genau wie den israelischen Staatsbürgern selber, sich für den Staat Israel einzusetzen, so wie er im Moment definiert ist. Ja, und das ist eben nach der Unabhängigkeitserklärung ein jüdischer und demokratischer Staat. Ja. Und ich denke, eine Organisation wie die Deutsch-Israelische Gesellschaft oder jede Organisation, die sich irgendwie mit Israel solidarisch sieht, sieht sich ja mit dem Israel solidarisch, wie es halt im Moment ist. Und das ist ein demokratisches Israel. Und ich denke, dass sie auch für dieses demokratische Israel sozusagen einstehen können und dafür sozusagen auch werben können, dass dieser Staat sozusagen dieses demokratische Wesen beibehält, was es halt im Moment hat, ja. Und es gibt ganz viele Politiker aus dem Ausland und so weiter, aus Amerika und auch aus den jüdischen Organisationen, die halt selber ihren Protest deutlich machen. Und ich denke, ich bin jetzt nicht in der Position, den deutsch-israelischen Gesellschaften in Deutschland zu sagen, was sie jetzt tun sollen oder nicht tun sollen. Aber ich denke, die deutsch-israelischen Gesellschaften brauchen keine Angst zu haben, hier auch ganz klar Farbe zu bekennen und zu sagen, wir sind für Israel und quasi für das Israel, für das demokratische jüdische Israel, so wie wir es im Moment können, für das Israel der Unabhängigkeitserklärung, für das Israel, was sowohl von David Ben-Gurion als auch von Jabotinsky gewollt worden ist, ja, weil bei allen, Konflikten zwischen Linken und Revisionisten und so weiter, ja. Also wenn man sich mal anguckt, was Väter des Revisionismus, wie zum Beispiel Jabotinsky, geschrieben haben, noch in den 40er Jahren, ja, da standen Sachen in seinen Büchern, schreibt er,
Wenn es einen jüdischen Ministerpräsidenten gibt, dann muss der einen arabischen Stellvertreter haben und solche Sachen. Ja, das waren die Rechten, das waren die Revisionisten, die solche Sachen gesagt haben. Ja, und wir müssen tatsächlich sehen, es ist tatsächlich eine Sache, es geht um den Charakter des Staates, wie der Staat Israel im Moment als jüdischer demokratischer Staat definiert ist. Und ich denke, es steht auf jeden Fall den deutsch-israelischen Gesellschaften zu, auch für diesen Staat, für diesen demokratischen Staat Farbe zu bekennen und sich dann natürlich auch in die Debatte einzumischen zu artikulieren und zu äußern. Vielleicht das so als Antwort, weil natürlich viele, denke ich, oft so ein bisschen da Hemmung haben, Angst haben, so nach dem Motto, ja, dürfen wir dem Staat Israel sagen? Also meine persönliche Meinung ist, dass es natürlich den deutsch-israelischen Gesellschaften in Deutschland auf jeden Fall zusteht, sich in der Debatte zu äußern und dass im Grunde genommen auch, dass sie sich auf diese Art und Weise auch tatsächlich mit dem bestehenden Staat, der jetzt durch diese Reform angegriffen wird, auf diese Art und Weise solidarisch zeigen können. Ja, da sind wir ganz d'accord. Wir als DG Bremen haben uns auch entsprechend positioniert und auch öffentlich. Ja, vielen Dank für den Input und die Beantwortung der vielen Fragen. Ganz herzlichen Dank. Und ich wünsche noch einen schönen Abend nach Jerusalem. Vielen Dank dir, Marc. Ganz, ganz herzlichen Dank euch allen. Ganz danke für die Einladung, lieber Till. Herzlichen Dank. Schönen Abend. Ciao, bye bye. Ciao. Tschüss.